Also mein Name ist Martin Hoffmann, ich bin vom Deutsch-Russischen Forum. Freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Danke Ihnen, aber vor allen Dingen alle, dass Sie heute gekommen sind, um hier ein Symbol für Frieden, Zusammenarbeit, Freundschaft mit Russland zu setzen. Unser Deutsch-Russisches Forum arbeitet in seiner Zeit sehr daran, ja, das ist nicht angeschlossen. Kann ich auch damit lauter Sprecher ändern. Wir arbeiten sehr für diese Zusammenarbeit, und zwar vor allen Dingen mit den Menschen zusammen, mit der sogenannten, wie es mal so schön heißt, Zivilgesellschaft. Und wie sind Sie? Das sind die Schüler, die hier sind, und alle diejenigen, die heute hier an dieser Gestaltung teilgenommen haben. Deshalb danken wir Ihnen ganz herzlich. Es gibt ja genügend Punkte, die leider Gottes die Situation zwischen Russland und Deutschland immer wieder gerade in der Politik sehr spannungsreich darstellen und sehr viele Probleme machen. Wir arbeiten mit den Menschen sozusagen, mit den privaten Initiativen, mit Leuten, die aufstehen, mit anderen, und die setzen sich dafür ein, dass auf dem Bereich des Bürger ist deutsch-russische Beziehung eine echte Erfolgsgeschichte, eine Erfolgsstory. Danke, dass Sie alle mitmachen. Und eines will ich noch dazu sagen, wir haben heute Herrn Novikov hier, der hat ja schon gesagt, dass er hier für die Stiftung ist, für die Stiftung Frieden und Leben. Er ist aber auch für die Stadt Tschechow da, und er setzt sich dafür ein, dass regionale und Bezirkspartnerschaften gegründet werden. Ich glaube, mit Schöneberg ist eine in der Pipeline. Ich hoffe ja sehr, dass es hier uns auch hier gelingt, dass wir das hier in diesem Bezirk auch hinbekommen. Im Moment fehlt der Bürgermeister dazu noch auf deutscher Seite, aber wir würden gerne als Deutsch-Russisches Forum daran teilnehmen, dass eben diese kommunale Zusammenarbeit mit Schülern, mit Menschen aus der Wirtschaft, aus den verschiedenen Religionen, aus der Feuerwehr, aus dem Austausch, der funktioniert, dass der weiterkommt und dass er diese Erfolgsstory weiterschreibt zwischen Deutschen und Russen. Und nun freue ich mich, dass wir eben dieses Symbol hier gemeinsam setzen können mit Ihrer Hilfe. Und der Baum, da bin ich ziemlich sicher, wenn es um die Bürger geht, wird Früchte tragen, er wird umsorgt werden, denn in der Arbeit zwischen den Menschen sind die deutsch-russischen Beziehungen erheblich besser und höher angesiedelt. Das sieht man auch heute wieder, als sie es in der Politik sind. Danke Ihnen alle, und jetzt kann es meines Erachtens losgehen. Dankeschön. Dankeschön. Oh ja. So, jetzt ist ein bisschen die Frage, Herr Hoffmann, möchten Sie den ersten Spaten, ja, nicht den Spaten, die erste Schippe. Richtig. So. Ja. Also, jetzt kam gerade der Vorschlag, jeder, der möchte, darf hier mitschippen. Also, das müssen ja nicht die beiden armen Männer alleine machen. Die Jüngen geht ans Total, sehr schön. Während hier fleißig gearbeitet wird, möchte ich den Erschaffer dieser Bronzetafel hier kurz zu mir bitten. Ach, hier vorne. Hier. Also. Während hinter mir geschüttet wird, ich möchte kurz die Aufmerksamkeit auf diese Bronzetafel hier vorne lenken. Und derjenige, der sie gemacht hat, sagt am besten selber ein paar Worte dazu. Also, ich bin von der Firma Bronzenbucke, und wir sind angesprochen worden, ob wir diese Tafel stiften würden. Haben wir auch gerne gemacht. Einfach nochmal, warum nicht ein Zeichen für den Frieden setzen? Also setzen wir uns ran. Der Entwurf kommt hier aus der Organisation, und das haben wir jetzt einfach so umgesetzt. Ich lese mal kurz vor. Es steht Mir und Mir, das ist Russisch für Frieden der Welt. Und darunter steht eine deutsche Eiche für Frieden und Völkerverständigung. Und wir haben es uns nicht nehmen lassen, unseren Namen mit darunter zu setzen. Aufstehen, Basisgruppe Berlin in Köln am 8. Mai 2019. Da wir gerade schon hier stehen, genau.
Also, Ihnen ist vielleicht auch, oder ich frage mal beim Du, euch ist vielleicht aufgefallen, dass hier um diese Eiche 6 Steine liegen, sogenannte Sitzfindlinge. Die sind eigentlich wahnsinnig teuer. Und da wir natürlich, wie in der linken Szene meistens, oder in der linksorientierten Szene meistens üblich, nicht gerade vor Geld platzen, mussten wir natürlich irgendwie Wege finden, das zu finanzieren und haben einen unglaublich spendablen, hilfsbereiten und engagierten Mitstreiter gefunden, Herrn Kurt Sirwis vom Findlingshof Strausberg. Kurt, kommst du kurz nach vorne. Also ich bin der Kurt Sirwis, ich betreibe den Strausberg im Findlingshof und ich habe mir gedacht, die Steine haben ja ähnlich wie ich Migrationshintergrund und sind vor vielen Millionen Jahren aus Skandinavien schon eingewandert. Ich kann jetzt nicht explizit sagen, wer aus Schweden, Norwegen, Dänemark oder Finnland oder vom Grund der Ostsee kommt, aber die stehen im Grunde genommen auch für Völkerverständigung. Die Steine sind das Beständigste, was wir haben. Die haben das ewige Gedächtnis der Erde gespeichert. Und ich glaube, dass die hier dazu beitragen, dass also die Kinder und die anderen Nutzer des Parks das auch mit den von den Protagonisten selber eingemeißelten Schriftzügen her dankbar annehmen werden. Und was ich noch sagen möchte, ist, dass die wenigsten Berliner und Brandenburger wissen, wir sind die einzige Region der Welt, die fast alle Gesteinsarten hat, ohne Gebirge anstehen zu haben. Und wir haben nicht nur die schönsten, wir haben also auch die ältesten Gesteine der Welt. Und das ohne Gebirge anstehen zu haben. Also alles, was jetzt hier liegt, ist so zwischen 1,5 bis 3,5 Milliarden Jahre alt. Jetzt ärgere ich mal die Berliner und frage mal, was ist das Besondere an Kreuzberg und an Prenzlauer Berg? Ich nehme es vorweg, die lustigste Antwort war bisher, die ich gehört habe, in dem einen Stadtteil wo die Türken und im anderen Schwaben wohnen. Aber das war definitiv das linke und das rechte Ufer von dem Schmelzwasserfluss, der das Berliner Ursprungtal in Jahrtausenden auf dem Weg zur Nordsee ausgewaschen hat. So, und jetzt will ich gar nicht weiterreden, sonst fange ich mit der Steinmacke, die ich habe, den Rest der Welt hier anzustecken. Ich habe da hinten mein Häutchen stehen, wer nachher noch Lust und Laune hat, kann da gerne mal näher kommen, vor allen Dingen Kinder, weil Musik mit Stein und die Steinbalance ist eigentlich etwas, was auch nicht nur entschleunigt, sondern zufrieden beiträgt. Mir fällt gerade auf hier, vielleicht haben sich einige von uns gewundert über Hammer und Sichel und die Fahne, Flagge der untergegangenen UdSSR. Aber wenn man das darauf liest, es ist die Flagge der Division, die auf dem Weg praktisch bis nach Deutschland gegangen ist. Eine Division der Roten Armee damals. Und da ist also auch die Divisionsnummer drauf, auf dieser Flagge. Deshalb hat der Mann offensichtlich ist er verbunden, verwandtschaftlich, vielleicht ist jemand gefallen, weil er ist zu jung, er kann da nicht mitgekämpft haben, aber irgendwelche Verbindungen stehen. Deshalb hat er das mit. Und dann habe ich noch was vergessen. Wir haben die Urkunden noch nicht ausgeteilt. Darf ich das jetzt gleich sagen? Okay, und zwar die Schüler, wo sind die Schüler? Die sind meistens weg oder wenn die Schüler noch da sind, dann würden wir nämlich euch Urkunden, die Singeurkunden übergeben und die Pflegeurkunde. Wo ist die? So, ihr beide seid von der Mürike Schule, richtig? Super. Nochmal, falls es vorhin nicht ganz klar wurde, die Mürike Schule, die hier zu unserer linken, rechten Seite ist, die haben sich bereit erklärt, die Gießpatenschaft für diesen jungen Baum zu übernehmen. Und wer sich an den letzten Sommer erinnert und weiß, dass dieser Sommer genauso trocken und heiß wird, der weiß, dass gerade ein junger Baum umso mehr Pflege in den ersten Jahren braucht. Und ihr habt eine tolle Aufgabe übernommen. Ihr helft diesem Baum dabei, groß und stark zu werden. Und Eichen können sehr, 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 sehr alt werden, wenn man sie gut pflegt und wenn sie gesund sind. Und deswegen, ich finde, es ist ein Applaus wert. Die Klasse hat diese Aufgabe übernommen, hier diesen Baum zu gießen. Und dafür kriegt ihr eine Urkunde. Die könnt ihr euch in euer Klassenraum hängen. Dann vergesst ihr nämlich auch nicht, die zu gießen. Und genau.
Also wir danken euch offiziell mit dieser Urkunde, dass ihr für euren Einsatz. Bei Sieber! Die, ja. Bei Sieber! Das ist mit Daniel! Bei Sieber! Okay, die russische Delegation verabschiedet sich. Sie haben einen weiteren Termin heute. Jetzt kriegen sie noch ihre Rosen. Es gibt alles ein bisschen drüber drüber gerade, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Ich finde das bisher alles sehr schön hier. Alle kriegen eine Rose. So. Also, jetzt übergibst du die Urkunde. Ja, okay. Oh. Ich übergebe euch jetzt diese Urkunde. Und wisst ihr, die Bedeutung dieses Baumes, das wisst ihr. Das ist eine Mal, er hilft uns, wenn er groß und stark wird. Eine Eiche wächst 100 Jahre und lebt 100 Jahre. Länger. Oh, länger. Und sie wird dann wird von eurem Fleiß künden. Und dann gebt ihr das immer noch weiter an die nächsten Generationen, an die nächsten Klassen. Und das finden wir ganz, ganz toll. Und wenn ihr dann erwachsen seid, mit euren Kindern hier langlauft, dann sagt ihr, das ist die Friedenseiche von uns gepflegt. Dankeschön. Und wir geben euch jetzt noch so eine Gurke. Okay. Die sind schon weg. Ah, haben wir müssen geschenkt? Da noch unterschreiben, haben wir vergessen. Ja, aber machen wir nicht. So, damit wir hier nicht noch um 6 Uhr stehen, mache ich mal weiter. Lieber Kurt, bist du auch hier? Also wir machen jetzt die Urkunde einfach alle jetzt hier am Baum. Und Kurt, wir machen für dich eine Urkunde. Halt mal kurz das Mikrofon, bitte. Ich lese mal vor. Also, lieber Kurt, wir danken dir vielmals für dein Engagement, deine Großzügigkeit und deine Unterstützung. Deine jungen Findlinge werden die junge Friedenseiche viele Jahre beschützen und als Sitzgelegenheit zu einem Ort der Ruhe und Besinnung machen. Die in Stein gemeißelten Worte aufstehen, klar, sitzen bleiben, nein, aufstehen, sollen uns alle ermutigen und inspirieren, für eine friedliebende, zugewandte und gerechte Gesellschaft aufzustehen. Vielen Dank, Kurt, dass du uns dabei unterstützt hast. Schön sagen, die eine Urkunde bekommen, die hier mitgeholfen haben. Wir haben, hatte ich vorhin schon gesagt, vom Großmarkt 100 Rosen. Wir hatten angefragt 20 und die sagen 100. Wir haben 100 Rosen, das heißt, ihr könnt alle eine Rose mit nach Hause nehmen. Und wer eine liebe Frau hat, dann könnt ihr die schenken oder umgekehrt. Ja, und jetzt kommen die Singeurkunden. Ne? Jetzt kommen die. Die Kastanienbaumschule. Also, liebe Mädchen und Jungen, liebe Pädagoginnen und Pädagogen, gemeinsam pflanzen wir heute anlässlich des 74. Jahrestages der Befreiung Berlins vom Hitlerfaschismus durch die Rote Armee mitten auf dem Herzbergplatz einen Friedensbaum gegen das Vergessen. Wir danken euch für eure musikalische Begleitung. Ihr habt das toll gemacht. Und an ja und so weiter. Das lest ihr nachher selbst. Vielen Dank. Danke. Ich danke mich herzlich Ihnen und alle Leute, die hier versammeln. Für diese tolle Aktion. Es gefällt mir ganz gut. Und ich fühle, dass es ist ein Geist von Sieg. Es ist Sieg über den Faschismus, Rassismus und über die Bösen in der Welt. Und ich glaube, dass dieser Baum wird pflanzt hier, wird gelegt von ihnen. Ich hoffe, dass es dir gut und vielen Dank Ihnen für diese Aktion. Dankeschön. Vielen Dank und ich freue mich, dass immer noch so viele da sind. Ich fand den Tag wirklich sehr schön. Wir hatten Angst wegen des Wetters. Wir dachten, vielleicht kommt auch niemand. Beides ist positiv ausgegangen. Wir haben tolle Reden gehört, wir haben schöne Lieder gehört.
Wir freuen uns, wenn noch weiterhin hier, wenn ihr weiterbleibt und in den Austausch miteinander geht, wenn ihr darüber redet. Ich finde einfach, wir haben letztens diese Steine, ich kann mal sagen, dass diese Steine eigentlich nicht nur was sie bedeuten, sondern auch wie sie hergekommen sind. Natürlich wurden sie mit einem Auto hergefahren. Wir haben sie nicht von Strausberg hergeholt, also nicht zu Fuß. Wir haben sie allerdings wirklich per Hand eingemeißelt. Wer genau hinguckt, auf dem Stein steht eine Botschaft. Ich habe sie vorhin kurz vorgelesen. Ich werde sie nicht wiederholen. Ich muss jetzt jeder selber rausfinden, worum man das liest. Auf jeden Fall haben wir so viel Zeit, Energie und Nerven in dieses Projekt gesteckt. Und ich habe, mein Mitbewohner war hier dabei, als wir diese Steine hingelegt haben, auf den LKW gehievt, uns fast die Arme abgerissen, weil die teilweise fast 250 oder vielleicht sogar 300 Kilo wiegen. Unglaublich. Und er hat sich, also mein Mitbewohner, der ist heute nicht hier, glaube ich, hat das nicht gekommen, der kommt gar nicht aus Berlin, wie so typisch in Neukölln. Und der meinte dann, das ist irgendwie echt eine tolle Aktion, weil hier ein Zeichen für die Ewigkeit gesetzt wird. Die Steine werden nicht weggetragen, dafür kann ich garantieren. Der Baum wird gegossen, gepflegt und wird hoffentlich in vielen Jahren noch hier stehen als Symbol für Frieden, Völkerverständigung stehen. Und das jetzt hier so zu sehen, wie ein Mitarbeiter des Grünflächenamts, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, hier den Baum nochmal festbindet, dass er wirklich gut steht und nicht umfällt. Das ist sehr, sehr schön für mich und ich freue mich, dass die ganze Veranstaltung so gut geklappt hat und hoffe, dass jeder hier nicht nur eine Rose mit nach Hause nimmt, sondern auch gute Erinnerungen vielleicht in den Austausch mit seiner Familie, mit seinen Freunden, Bekannten geht und sich darüber Gedanken macht, was denn Frieden eigentlich bedeutet und wie unglaublich wertvoll er gerade in heutigen Zeiten ist. So, das reicht jetzt auch.